Hier, Leben Wrestling. Wie groß ist der Einfluss der AEW EVPs? Cody Rhodes, Kenny Omega und die Young Bucks haben in den letzten Jahren ihren kreativen Einfluss bei AEW eingebüßt. Das geht aus einem Bericht von Cassidy Haynes von Bodyslam.net hervor. Demnach sei ihr Titel als Executive Vice President nur noch auf dem Papier vorhanden. So liege der kreative Prozess sowie die Einstellungspolitik mittlerweile vollständig bei Tony Khan, welcher jedoch offen für Ideen und Vorschläge der Wrestler sein soll. Während Matt Jackson das Merchandising, Nick Jackson, BTE und Kenny Omega, AEW Games betreuen, habe sich Cody Rhodes derweil von der Elite distanziert und spiele keine große Rolle mehr in den Backstage-Prozessen von AEW. Update zum Draft. Wie wir bereits berichtet haben, sollen im anstehenden WWE-Draft mehrere NXT-Talente ins Main-Roster aufsteigen. Nun berichtet John Alba, dass es sich dabei unter anderem um Isaiah, Swerve, Scott, Ashanti, Adonis, Top Dollar und B-Fab handeln soll, welche zuletzt bei NXT als Hit Row aufgetreten sind. Sheamus erneut operiert. Sheamus hat sich in einem Tweet von WWE zufolge bei der vergangenen Raw-Ausgabe erneut die Nase gebrochen und sich eine Operation unterzogen. Wie lange er ausfallen wird, bleibt abzuwarten. NXT UK wieder vor Fans? BT Sports soll sich intensiv dafür einsetzen, NXT UK dauerhaft in den BT Sports Studios aufzuzeichnen und im Zuge dessen die Fans zurückzubringen. Das berichtet Alex McCarthy von TalkSport. Demnach befinden sich beide Seiten derzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen und sind zuversichtlich, dass die Fans zeitnah zurückkehren werden. Achtung, All Elite Wrestling Dynamite Spoiler. Leo Rush ist All Elite. Leo Rush hat einen Vertrag bei All Elite Wrestling unterschrieben, das hat AEW auf Twitter bekannt gegeben. Wie lange der Vertrag läuft, ist derzeit noch unklar. Bobby Fish bei Dynamite. Bobby Fish wird ein Teil der kommenden Dynamite-Ausgabe sein. Dies hat AEW in einer Werbepause der Reality-Serie Roads to the Top verkündet. Dabei wird Sammy Guevara die TNT Championship gegen Bobby Fish aufs Spiel setzen.